Es kommt nicht oft vor. Aber ich habe auch schon sehr oft geguckt nach Streams. Da hat ein Kumpel gerade gestreamt. Er war nicht auf der Liste. Scheiße. Er war nicht auf der Liste drauf. Na, ja, finde ich lustig. Hast du die Slack-Proben gefunden? Freut mich. Fantastisch. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit deiner irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Kommt ihr? Na los, ich will. Jetzt geht's ab zu Bloodwing. Eigentlich spoilerst du dich gerade voll. Zurück, ich habe einige hochinteressante Iridium-Experimente an dir durchgeführt. Ich lasse sie ungern gehen, aber was soll's. Lass sie haben. Slack Bloodwing. Oh, ich finde Bloodwing eigentlich voll süß. Voll der süße Vogel. Aber durch Handsome Jack. So, jetzt brauche ich aber die da. Ich treffe den scheiß Vogel nicht. Ich will dich ja schwächen, aber... Mann, ich zitter die Waffe. Ich treffe die nicht, absolut nicht. Probieren wir es mit der Sniper. Ne, ich ziehe irgendwie nichts ab. Oh, macht nichts, dasselbe Spiel mehr. Ja klar, also definitiv. Was ich dir empfehle, wenn du die Handsome Collection hast, spiel erst Pre-Sequel. Das ist nämlich die Vorgeschichte zu Borderlands 1, 2. Also ich habe Borderlands 1 gespielt, ich habe 2 komplett durch. Dann habe ich gemerkt, irgendwie fehlt da was. Ein Pre-Sequel mal angetestet. Und Pre-Sequel ist die Vorgeschichte. Alter, die sterben mir alle davon. Was soll denn das? Na komm. Jetzt kommen die. Ja, Pre-Sequel ist die Vorgeschichte zu Borderlands 2. Und wird ganz gut erklärt, warum Jack so ist. Ich bin jetzt bei Pre-Sequel mit der Hälfte durch. Muss sagen, geil. Ich mag Jack. Mittlerweile mag ich ihn. Am Anfang habe ich ihn gehasst. So. Aua. Das... Oh, shit. Oh, shit. Neue Stärke, aber durch was? Ich habe nichts getötet. Neue Stärke, aber doch was? Hier sind keine Viecher und nix. Ah, ich weiß, warum sich das anpasst. Weil die ja im wahren Kammerjäger-Modus spielen und nicht im normalen Mode. Im normalen Modus, das stimmt. So. Trickst mir mal ein bisschen. Ich treff noch gar nichts. Was? Aber sie halten sich trotzdem im Kampf wacker. Kommen wieder mehr Gegner. Ich hab was für dich! Von dem Sturzflug, Vorsicht! Ach, Bloodwing. Arme Bloodwing. Ich krieg immer noch Erfahrung, obwohl mir das gar nichts bringt. Oh oh, jetzt glaub sterb ich. Oder kein. Ja, jetzt bin ich doch scheiße. Da kam kein Viech. Jetzt sind wir zu spät. Schade. Doch nichts über einen schwierigen Kill.
So, aber da die noch leben. So. Oh, schnell abknallen hier. Jetzt reicht's ein bisschen, jetzt machen wir mal das da. Wo ist denn der? Wo liegt denn der? Das war er nicht. Scheiße. Ach, der ist schon tot. Super. Nee. 72 ist nicht das Maximallevel. Es geht noch weiter und zwar ins OP 8. OP 9, 8. Also hier dieses Übermacht-Level. Du musst die 72 dann abschließen. Und dann kannst du weiter leveln zu Übermacht 8. Dauert aber extrem lange. Machst du halt eigentlich im ultimativen Kammerjäger-Modus. Oh. Es geht leichter, wenn man weiß wie. So, wo ist diese Ballistik? Da ist er. Na! Ich wollte so sarkastisch damit rumfiedeln. Gestern war sie noch da. Wo ist sie denn? Blake, wo ist die blöde Geige? Ich finde den Sarkasmus in diesem Spiel so hammergeil. Oh, 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 du hast doch nicht geglaubt, du würdest lebendig hier rauskommen. Eindringling in Reichweite. Verstärkung wird eingesetzt. Kammerjäger, runter! Ja, er ist sehr wütend, weil sein schöner Birdie tot ist. Leider. Ich mach Bloodwing. Und ich sterbe wieder, wenn die Granate hochgeht. Meine Fresse, ich und meine Granate. Stopp, ihr Arschlöcher! Fickt euch! Fickt euch! Metal Diablo, ihr Bastarde! Claptrap! Bisschen Sanctuary! Claptrap! Ja, Pre-Sequel, kleiner Spoiler, man kann Claptrap spielen. Man wird dreimal davor gewarnt, ihn nicht zu spielen. Ich habe ihn gespielt, er ist lustig. Er ist sehr lustig. Na also, da ist sie ja. So, dies ist ein Lied für Mordecais blöden Vogel. So, jetzt schmeißt man wieder ein paar Waffen hier hin. Mist, wäre lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Körper. Oh, natürlich nur Gold, ne? Das ist fantastisch. Können Sie was verkaufen hier? Ja, wie er sich's gleich einmupst. Sehr gut. Jetzt kann Claptrap uns durch Angels Sicherheitskraftfeld bringen. Komm zurück. Wir wissen vielleicht, wie wir an dem Bunker vorbeikommen. Ich glaube sogar mit dem Char habe ich alle Köpfe. Oder? Nee, habe ich doch nicht alle. Schade. Jetzt mag's ge. Punkig will ich sie nicht. Naja, das passt schon so. Meine Miete kann. Oder? Professor Schmerz. Das sieht ja auch süß aus. Komm, ich mach Professor Schmerz. Tut mir leid, dann bring diese Nachricht nach Thousand Cuts. Du wirst diese Nachricht einem Banditenanführer namens Slap King bringen. Früher gehörte er zu den Crimson Raiders, bis seine Methoden so brutal wurden. Thousand Cuts. Es ist einfach nicht für effizient, Syrian funktionieren vor den Augen ihrer Familie die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Ach, da waren sie noch gar nicht. Ein. Aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen. Und er kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Macht's, ja? Auch süß. So, die sollen jetzt mal dahin fahren. Ich gehe schnell aufs Klo. Rosenkatz liegt westlich der Highlands. Wenn du den Slap King suchst, dort wird er sein. Aber Vorsicht, er ist ziemlich daneben, seit Hyperion seinen Hund gekillt hat.
Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wundervoll. So. Sind sie schon gereist? Nö. Warum auch? Das macht der 72er. Wieso soll die das machen, ne? Ah ja. Aber da wollte gerade ein Duell gegen mich. Ja, wieso reist denn der jetzt nicht? Steht im Menü. Ein Duell. Schönen Duell. Ach man. Schade, schade. Gut, ich kann es auch nicht erwarten, dass die gegen mich gewinnen. Ich, einer von uns wird sterben. Control Core Angel ist oben auf diesem Berg. Dort befindet sich auch der Kammerschlüssel. Der ist kann uns helfen, an dem Bunker vor dem Kontrollkern vorbeizukommen. Was machen die da? Komm, ich mach's mal wieder spannend mit Granaten. Wer überlebt? Knochenbrecher 73, ja, ja. Ach komm, scheiß drauf, ich fetz durch. Oh, geil, jetzt kommt ja gleich die geile Mission. Ich hoffe, die machen die auch. Um zum King zu kommen, musst du dich Aua. Durch die Slabs kämpfen. Sei vorsichtig. Wer ist der Nächste? Wieso holen die ihn nicht? Verstehe ich nicht. Ich glaube, aus der Gruppe gehe ich raus, wenn die sich schon gegenseitig sterben lassen. Ja, yeah, jetzt stirbt er schon wieder. Wegen nichts. Schaffen wir es, den Goliath viermal aufsteigen zu lassen? Das wäre ja jetzt Hammer. So. Zweimal ist er schon. Hoppala. Scheiße, jetzt laufen die da hinten hin. Fuck. Ah, da ist er. Sollten eigentlich nicht dahin laufen, die sollten eigentlich zu mir laufen. Schade. Hätten wir jetzt viermal aufsteigen lassen können. Hätten wir Trophy. So, den muss ich auch runterbringen anscheinend. Schon wieder, ey, jetzt ist es mir egal. Die sterben mir zu oft. Wenn ihr mich wie einen Banditen behandelt, benehme ich mich auch wieder. Also, wo waren wir nochmal? Bitte schön. Ein paar Granätchen, die tun doch nicht weh. Und ich sterbe hier ganz fröhlich vor mich hin. Hallo, ein Welpe, fast so brav wie mein erster Hund. Bestell deinen Boss, ich mach mit ihm dasselbe, wie er mit Mann, dir. Mann, leck das. Nur langsamer. Ich hab was für dich. Du, was heißt das, die sind nicht von Hyperion? Oh, das muss ein neuer Rekrut sein. Okay, Jungs, drehen wir sie durch die Mühle. Mein Papa! Ja. Das ist wieder ein Goliath. Ich muss mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Überlebe einfach den Aufnahmevirus, den er für dich geplant hat.